Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken Horizon, das ist jetzt schon mittlerweile der 32. Part und wir wurden gefangen genommen. Okay, so, was machen wir hier? Du weißt, dass es falsch war. Ja, mach mal das. Wenn dein Gebrabbel die ganze Nacht so weitergeht, töte mich lieber gleich. Oh nein, wir haben keine Eile. Nicht jetzt. Wie wär's mit ein bisschen Folter, um mich von deiner Stimme abzulenken? In diesem Moment, auf dem Berg, wollte ich dich sofort töten und tat es nicht. Warum? Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt, erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben, Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier, damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Klar, ergibt alles es Sinn. Es ist alles, wie es sein sollte. Ja, ergibt alles Schicksal Sinn. Schicksal und Vorbestimmung. So, du wirst benutzt, du bist ein Verbrecher. Du bist ein Narr. Du bist ein Idiot. Ein gefährlicher zwar, aber ein Idiot. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König, dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Naja. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Mach mal das. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei. Ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Oh. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Oh, okay. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer
hat schon zugestochen. Okay. Wir müssen wahrscheinlich kämpfen. Haben wir keine Waffe. Ist es diese Hauptstadt oder was? Tatsächlich, da, dieser Balkon. Okay. Aber was macht... Verstehe ich nicht, warum er hier das Sagen hat. Kaja-Gläubige, freut euch! Geopfert. Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Oh, da ist dieser Motherfucker. Der Heiler. Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumschreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Rufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Ja, ich brauche meinen Speer. Okay. Ich denke, dass uns irgendjemand hilft. Speer zuschmeißt oder was weiß ich, irgendwas macht. Aber wir haben ja nicht mal Fokus. Und dieser da, dieser Silence oder wie der heißt, der hat bestimmt auch. Ohne Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Bestimmt noch einen Fokus. Meine Waffen liegen oben auf der Plattform. Ah, guck mal, hier kann man bauen. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Ich hab nicht mal Rüstung. Ich wurde auch nicht gebaut, um einen Behemoth standzuhalten. Das ist verheerend. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Ah, okay. Ja, dann komm. Dann komm, schlag mal gegen die Säule. Ich sollte versuchen, den Behemoth zu den Säulen zu locken. Hallo, Behemoth. Behemoth! Bam. Na komm, Behemoth. Die Mauern sehen stabil aus, aber die Säulen nicht. Behemoth! Sie wurden nicht gebaut, um einem wahnsinnigen Behemoth standzuhalten. Komm. Bam. Ich muss dagegen rennen, glaube ich. Ich muss ihn ausweichen. Ah, jetzt. Komm, komm, komm. Ah, nee. Ich dachte, der Sieg irgendwas. Behemoth. Komm, mein kleiner. Komm, mein kleiner Behemoth. Oh, yes. Und damit auch meine Waffen. Okay, ich will es auch noch. Shit. Kleiner Behemoth. Wo sind meine Waffen? Oh, ich kann nicht mal eine Karte machen. Weil ich meinen Fokus nicht hab. So. Er will angreifen. Hoppa. Okay, wir haben. Ah, jetzt verstehe. Alter. Das ist schon heavy pavy. Jetzt verstehe ich, die halten ja das in der Mitte und dann fallen die Waffen runter. Aber das ist schon krank, Mann. Schau mal, wie viele Säulen da sind. Na komm, kleiner Behemoth.
Hilf mir. Hier ist Tim. Okay, nice. Ah, okay. Wir müssen nicht alle. Okay, eine wahrscheinlich noch. Nee, doch nicht. Ja, schade, dass wir unseren Fokus nicht haben. Oh yes! So, jetzt machen wir den Behemoth mal schnell platt. Hey! Rat mal, wer wir. So, aber zuerst brauchen wir die richtige Rüstung. Wir haben nämlich alles hier. Alles, was wir brauchen. Zack. Der Waffen hat. Jetzt bist du nur noch ein großes, dummes Ziel. Dir zeige ich's. Großes, dummes Ziel. An seinem Kopf. Sie müssen etwas mit seinen Lieberangriffen zu tun haben. Bam! Dieser Behälter an seinem Bauch. Sieht richtig aus. Oh, was haben wir? Bam, der ist weg, der Behälter. Mokosaurus Rex. Ah, der Fokus fehlt mir echt. Bin. Ah, okay, wir konnten noch mal herstellen. Der Stopp, der Stopp, die Welle, jetzt kapiere ich, was da passiert, weil manchmal macht es nichts, ja, weil er sie kaputt macht, sozusagen, ja. Jetzt kapiere ich das. Ich habe mich schon gewundert manchmal, warum hilft ihm das nicht? Weil er das kaputt macht, meine Bastard. Hier, friss mal. Er hat einen Eisbehälter auf dem Rücken. Kryo-Pfeile sollten ihn hochjagen. Welche Pfeile? Komm, mach mal ein bisschen die Action. Mehr. Eine Behemoth. Eine kleine Falle noch. Noch eine. Komm. Behemoth. Boom, boom. Da liegt er. Da liegt er, der Kleine. Boom. Drei Stück. Boom. Ja, ist im Arsch. Ich glaube, da kommen noch mehr. Also, easy going. Zum Aufwärmen. Tja, da guckst du, gell? Schmuck. Steig doch runter. Seid still! Steig doch ab, komm, let's go. Kämpfen wir. Schatten, tötet sie. Okay, zwei Verderber. Ja, easy going. Easy going, würde ich mal sagen. Der erinnert mich voll an Goro. Warum Mortal Kombat. Du ihn? Hol mich doch selbst! Irgendwas passiert jetzt. Oh.
Alter. Geil. Oh, nice. Silence. Jetzt kommen noch mehr zu. Oh, okay. Das ist blau. Geil. Hat richtig krank gemacht. Ah, langsam wird das richtig krank. Episch. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Mhm. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Geil. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Der erinnert mich an so einen Schauspieler. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen. Falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Okay. Einer muss es ja. Aloy. Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker. Ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Mhm. Ja, jetzt müssen wir denen helfen, die uns verstoßen haben, ja? Oder was? Die uns immer so schlecht behandelt haben. Alter Schwede, war das krank. Was ist das hier? Rede mit Vanasha. Das ist wahrscheinlich diese eine, die... dieses Kind da. Also dieses Kind, das wir geheilt haben. Wir haben nochmal eine Fähigkeitspunkt noch bekommen. Boah, was soll ich sagen? Also das ist schon heavy peavy, oder? Oder was sagst du dazu? Ja. Schon krank.
Ja, ich teleportiere mich einfach. Okay, wir sehen uns dann hier. Ich musste jetzt diese Rüstung anziehen. Also das ist eine Verkleidung, damit ich da überhaupt hin konnte. Also die schaut jetzt so wie die Bösen sozusagen aus. So, gucken wir mal. Ich glaube, das ist entweder das Mädchen, das Kranke. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi. Nee, das ist die andere, ja. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Mhm. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schatten, Kaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schatten-Kaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Mhm. Okay, also die wollen da im Endeffekt einen Unschuldigen killen. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Mhm. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Mhm. Warum sollte er am Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Okay. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Die Verkleidung ist so affig. Die müsste ihre Haare im Endeffekt verkleiden, weil es hat keiner solche Haare wie sie. Aber gut, alles klar. Okay, also das heißt, wir haben eine kleine Nebenquest bekommen. Oder ist es die Hauptquest? Nee, Hauptquest ist hier. Genau. Okay, mach mal die Nebenquest auch. Also da habe ich natürlich auch Bock. Okay, wir sehen uns dann hier. 3 tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Wo sind die Spuren? Ah, okay, hier. So heftig, wie die Geschichte angezogen hat. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Mhm. Wie?
Nice. Das irgendwo. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthet? Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Okay, ich brauche noch ordentlich ganze Sachen hier. Wo ist meine Lieblingsrüstung? Liegt. Oh. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Alles Nützliche wurde entfernt. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Okay. Oh, Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbaren. Ja, wir müssen sie killen. Das ist ein Muss. Also... unsere Aufgabe bei der Quest. Kommen wir leider nicht weiter. Ich hab gebrochen. So, jetzt. Jetzt hab ich ihn gebrochen. Dann nehmen wir am besten unsere Eisrüstung, damit wir keinen Schaden kriegen. Neun Schuss verballert. Dann jetzt nicht mehr los. Alter Schwede, das ist einfach. Hey! Alles Nützliche wurde entfernt. Oh mein Gott. Perfekt. Uthet hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Oh, danke. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Der scheint ja richtig heftig zu sein, der Typ. Der schießt jetzt unter den. Okay, der schießt. Der nächste nicht so gut. Ist ein Treffer. Ah, okay. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden. Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Alter, die Grafik ist so krank. Das Spiel ist 2017 rausgekommen.
keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was im Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann. Mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Okay. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthe, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Avad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Hört ein bisschen mit Tsurugi aus. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger, fühlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner, ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Oh. Die Berge gehören uns. Kikuks Killern. Was sind denn das jetzt für welche? Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Hierher, ihr Steppen! Okay. Mox, ihr wollt gegen mich antreten. Okay. Alle fortsetzen, es ist noch ein anderer Trupp unterwegs. Oh, der steht da. Eieiei. Alter. Okay, egal. Dann kommt mal her. Das sind geile Stimmen. Wir schicken den Restmarsch, sobald wir ankommen. Zack. Ja, das ist doch ein Mann. Oder nicht? Er hat einen Bart. Das schreit wie eine Frau. Warte mal. Der hat doch einen Bart. Da, guck mal, der hat einen Bart. Schlagen wir zurück. Pass auf. Pass auf, der hat einen Bart. Das ist ein Bug. Ich bin gar nicht hier. Hä? Ist doch auch ein Typ. Du bist das so ein Typ. Und dann, dann schreit er eine Frau. Okay, das ist ein Bug. Na pro. Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln! Wir können sie noch erledigen! Ja, komm, ist nicht easy. It's going. Easy going. Würde ich mal sagen. Eieiei. Ich
Gefallen da drüben. Komm doch runter. Komm doch. Zack. Feiglinge, wehrt euch! Komm doch runter. Komm. Ich kann dich von hier aus umlegen. Aha. Heißt, da kannst du. Zack. 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 Das waren nicht die letzten. Fast. Komm mit. Ich habe oben noch Vorräte. Okay. Ja, der Typ ist cool. Zack. Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. Jetzt kommt noch eine Welle oder was? Ah. Und die kommen. So. Ah, ich hab die falsche Rüstung an. Ich mach jetzt die Schussrüstung. Also die Fernkampf. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Mhm. Der Priester. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Easy. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Easy. So, erstmal. Hier Fernkampf. So, fangen wir an. Zack. Bereit zu Ja, bin bereit. Let's go. Fangen wir an. Schlagen wir zurück, verdammt! Nicht schlecht, links. Aber meine Meister fangen jetzt erst an. Los, kommen wir von links auf, oder was? Tatsächlich. Ja, sollen sie kommen. Egal. Ja. Ja, soll er dort eigentlich. Okay, das ist tatsächlich so ein bisschen anders als sonst. Also wir werden so ein bisschen überrannt. Aber das packen wir schon. Besseres zu tun. Fuck. Das Kampfsystem ist halt hier voll billig. Wegspringen, schlagen, wegspringen. Siehst du, also das ist diese Krone. Das ist jetzt, sag mal so, bei God of War ist das schon komplexer. Also viel komplexer. Aber vom Spielspaß ist es halt hier geiler, finde ich. Komm raus. Bam, drei Schuss.
Nice. Das war der letzte Meister. Bahamas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Ja. Is it going? Komm. Na komm, was ist los? Ja, ich folge dir doch. Der steht bloß rum. Wahrscheinlich hat er mir, gibt er mir Zeit, damit ich sammle und dann weiter. Oder was ist denn jetzt? Ah, okay, ich muss drücken. Ja, die Rüstungen sind schon das echt krass. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Okay. Jo, aber das machen wir dann im nächsten Part, weil wir sind schon bei 41 Minuten nach meiner Uhr. Ja, es geht spannend weiter. Danach widmen wir uns wieder der Hauptquest. Ja, gib uns einen Daumen hoch, wenn du kein Schmokosaurus Rex bist, ja, wenn du die Arbeit schätzt. Und ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Hau rein.